Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser vierten Mission der Weltkriegskampagne und wir müssen einen Bürger hier unten tatsächlich irgendwie hinbringen, damit er da unten jetzt mal eine Kaserne aufbauen kann. Das ist ja wohl nicht wahr, dass der da die ganze Zeit hier drauf geht. Da kommt er wieder mit dem Bomber. Ja, die Gegner, die greifen hier sehr gerne mit Flugzeugen und Bombern an. Und ich glaube, das ist die Sache, die den Bürger immer platt schießt hier. Wir werden angegriffen. So, Leute, dann ist der Bürger jetzt hoffentlich safe. Euer Befehl? Alles klar, Leute. Dann können wir hier unten uns nämlich aufbauen. Ganz genau, beschützt den Bürger, Leute. Der Bürger ist das Wichtigste hier. Dieser Mann mit der Jeans. Wir werden angegriffen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Der bombt mich hier weiter weg. Das ist unfassbar, was der hier auffährt. Schaut euch das an. Boah. Aber meine Flakbarrikade, die steht noch. Obwohl, die wird bedenklich geschwächt hier, die Flakbarrikade. Ja, ich muss sie erneuern. Ich muss sie definitiv erneuern hier. Die Flakbarrikade. Gut, dann bau Flaks. Wir werden angegriffen. Der Bürger baut bitte Flaks. Wir haben Rohr. So. Aber die Verstärkung der Heeresleitung ist gering. Hoffentlich schaffen wir es bis Montdidier. So, Leute, wir können Punkte verteilen. Das ist schon mal... Ach, das ist ja nichts. 5. Gut, Leute, wir haben hier die Stadt. Wir haben immer noch Bevölkerungslimit. Bürger, bauen wir bitte ein Krankenhaus hier auf. Dann können die sich alle mal heilen. Raus da! Und ja, Leute, der Bürger baut weiter die Flaks neu auf. Gut. Dann würde ich sagen... Ich wollte gerade... Jetzt kommt er da mit Jägern und Bombern, ne? Schießt die einfach alle ab. Boah. Wie viele Bomber? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bomber. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht, Leute. Das ist so übel, was der hier auffährt. An Flugzeugen, ey. Es ist so übertrieben. Es ist einfach übertrieben. So, das Krankenhaus, das heilt die alle. Ist schon mal sehr gut. So. Dann müssen wir gleich an der Artillerie vorbei und das hier noch holen. Ja, aber können wir da nicht hier oben lang? Ich möchte ungern hier unten lang. Ja, gut. Moment, bau du mal hier bitte Gebäude hin. Nee, eigentlich nur die, ne? Die und dann noch eine Kaserne am besten. Damit wir möglichst viel hier an Einheiten kriegen. So, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding mal. Und ja, wenn wir jetzt gleich da angekommen sind. Was? Das sieht ja lustig aus hier, schaut mal. Kann man hier unten überhaupt vorbei? Wir haben Rohr verloren. Heron, Rohr und Montdidier müssen gesichert werden. Soll die Mission erfolgen? Och, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ihr nervt damit. Wirklich. Immer mit diesem Scheiß überwachen hier. Ist das Arzt? Nee. Wir werden angegriffen. So. Meine Güte. Du kannst danach bitte ein Türmchen nachbauen, ey. So, mach die scheiß Bomber platt. Meine Flakwand hier, die steht wieder wie eine 1. Die steht wie eine 1, Leute. So, alles klar. Gut, Team 1, bitte. Hier hinrollen. Los. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt bitte ausreicht. Das ist ja wohl unfassbar. So, ihr werdet den Tag verfluchen. Ja, gut, gut, Leute. Dann muss ich hier einfach an der Artillerie vorbei. Ich werde schon wieder angegriffen. Super. Super toll seid ihr.
Sehr gut, Leute. Zwei Panzer dabei für die ganzen Mannequin. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt schnell geht. Weil dann sehen wir vielleicht nochmal was anderes als diese Mission. Okay, die Engländer haben unsere Flanken angegriffen. Sie wollen einen Keil in unsere Armee treiben. Wir werden angegriffen. Oha, scheiße. Scheiße. Leute, das ist übel. Och Gott. Was soll das denn? Scheiß Engländer, ne? Ja gut, aber wir werden angegriffen. Da kommen sie auch. Was? Wieder kommen sie auch. Habe ich das dann verloren? Eigentlich habe ich das dann verloren? Nee, eigentlich nicht. So, Panzerabwehr, wir haben genau das. Och nein. Diese Drecksdinger da schon wieder. So, Mann. So, mach diese Drecksflughäfen weg. Puh. Das ist halt das Problem. Die machen keinen Schaden gegen Gebäude, diese Panzerabwehrdinger, ne? Aber die können hier. Das ist easy. So. Mach diese Drecksflugzeuge platt, ey. Boah. Das war übel, Leute. Das war echt übel. Jetzt kommt da ein Bomber und... Nee, Leute, ist da was? Nee, nee. Das muss ich nochmal laden, leider. Das... So mache ich das absolut nicht. So, das muss ich jetzt verhindern. Gut, wie mache ich das denn? Moment. Oh, shit. Ach, zerstören Sie... Wir müssen ja nur das Stadtzentrum zerstören, ne? Ja, dann komm kurz hier hin. Dann bauen wir halt hier nochmal diesen Partisan. So. Wie soll ich das denn jetzt machen, Leute? Wie soll ich das machen jetzt hier, wenn die da angeschissen kommen und alles hier überrennen? Probiert's einfach, komm. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ja, bau einfach hier Panzerabwehr. Aber ich habe Bevölkerungslimit, also irgendwas ist hier gerade Kacke. Ganz ehrlich. Gut. Ja, dann muss ich das damit jetzt eigentlich schaffen, ne? Aber die hier, die haben Panzer, das ist das Ding. Die Engländer so haben unsere Flanken angegriffen. Sie wollen einen Keil in unsere Armee treiben. So, wir werden angegriffen. Genau, da kommen sie jetzt angeschissen da. Und hier. Wir werden angegriffen. Und ihr hier, genau, da kümmere ich mich jetzt drum, Leute. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Tatsächlich. Ja. Nein, auf die Flieger und hier drauf direkt. Direkt hier drauf. Da kommen sie wieder da mit den Panzern. Und vor allem die Scheiße da oben. Die Scheiße da oben. Die Scheiße da. Sofort wegmachen. So. So, Leute. Und platt machen. Die Kacke. Ey, das lebt immer noch, ne? So, Leute. Dann hier platt machen. Los, mach das platt. Alter, der baut Panzer. So. Alles klar, ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen hier. Mach den Panzer kaputt. So. Unten ist weg. So, mach diesen Flieger platt. So. Da ist noch mehr Panzer. Verdammt nochmal. Jetzt hör auf mit dem Dreck. Wirklich. Wie viele Müllpanzer willst du noch bauen? So, die Flieger sind das Wichtigste erstmal, dass die wegkommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, ne? Weil sonst habe ich wieder verloren. So, das eine ist schon mal weg. Da ist noch ein Panzer. Da ist ein Bomber. Weg damit. Weg mit dem scheiß Bomber. Oh Gott. So. Alles klar. Okay, hier. Das ist egal. Das ist ein Jäger. Ist okay. Puh,
Gut, Leute, wir müssen einfach nur... Hat er mir das hier platt gemacht? Nö, aber... Ach nein, jetzt war ich einmal weg. Ne? Ich war einmal weg mit der Maus. Und schon kommt er hier mit so einem Kackpanzer hier. So, mach den weg da. So. Leute, Leute, ey. Ach, diese Mission. Diese Mission. Ja, das ist... So. Das ist aber egal. Solange der nur Jäger wird, ist das in Ordnung. Die stürzen gleich ab und dann ist gut. Dann macht den Panzer weg. So, liebe Leute, dann hier. Mont Didier Verteidiger. Ja, gut. Dann reißen wir die jetzt mal Stück für Schritt auseinander hier. Los. Oh Gott. Und noch Panzer raus. So. Das ist kaputt. So. Alles klar, ihr Verteidiger hier. Damit ihr auch ja keine Artillerie mehr baut hier. So, liebe Leute. Hört doch mal auf damit. Mit deinen Cola-Panzern da. Panzer bringen doch nix. Mensch. So, Leute, dann würde ich sagen, haben wir es ja gleich, ne? Wir haben es gleich tatsächlich geschafft. Jetzt macht den Panzer weg. Und die Kaserne noch und dann das Gebäude da hinten. Und dann theoretisch... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wie kommt die denn hier rein? Egal. Also wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt nur noch das Ding hier im Arsch machen. Tatsächlich, ja. Da gleich eigentlich nochmal zurückfahren, aber... Och, der Bürger lebt sogar noch. So gut, na dann versuch mal. Komm mal hier hin. Oh, der hat sogar noch mehr Artillerie da. Nein, nicht durch die Artillerie laufen. Bist du bescheuert, Bürger? Na, es sei denn, der wird jetzt abgeballert gleich, ne? Mont Didier Verteidiger. Der wird abgeballert, oder? Der Bürger. Nee, der kann durch die Gräben durchlaufen. Das ist doch mal geil. Oder kannst du hier? Nee, komm. Versuch das einfach mal, Bürger. Versuch einfach mal hier hinten hinzukommen. Und dann da die Kaserne aufzubauen. Hier stand doch eben Artillerie, oder? Bin ich da jetzt total plemplem? Dann bau einfach eine Kaserne hier hin und dann sollte die Mission eigentlich gegessen sein, oder? Dann sollte diese Mission eigentlich gegessen sein. Ich probiere es nochmal, aber ich speichere das mal, weil das sieht echt gut aus. Dann können wir in dieser Folge vielleicht schon was anderes sehen. Das wäre doch mal geil. Das wäre doch mal echt geil. Okay, Viertelstunde noch. Jo. Okay. Ach ja, Leute, wir haben es geschafft, glaube ich. Der Bürger hat es geschafft. Die ganzen Sachen haben überlebt. Es ist eigentlich viel, was überlebt hat. Sir, jawohl, Sir. Ja? So, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir das Kasernen? Ja, okay. Cool. Dann würde ich mal sagen, haben wir das hoffentlich gleich, wenn der Bürger mal seinen Hintern bewegen würde hier. Los. Mach schneller. Der ist auch noch fast kaputt. Naja. Kommt, begleitet den mal. Blöde Franzosenpack hier. Wirklich. Aber ich glaube, wir haben es. Wenn er die fertig hat, dann haben wir es. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es gleich wirklich. Und hier kommt... Hier kam er nämlich nicht durch, wie ihr seht. Ja, schön eingekeilt hier. So. Er hat's gleich. Und haben wir's gleich. Komm, bitte Cutscene. Was zur Hölle? Hä? Hä? Ja, was denn? Ich bin doch überall, oder was? Hä? Also das hier habe ich jetzt auf jeden Fall geschafft. Keine Ahnung, was das soll jetzt. Warum,
Die haben jetzt auf jeden Fall keine Flieger mehr, die hier angeschissen kommen. Das ist schon mal gut. Aber warum habe ich noch nicht gewonnen, Leute? Das ist jetzt gerade echt mysteriös. Also, echt komisch. Ne? Trotzdem lieber nochmal speichern. Bevor wir da irgendwas nachholen müssen, was ewig dauert. Lieber speichern. So, was haben wir denn hier noch? Wir müssen hier unten nochmal hin, ne? Wir müssen alles nochmal abfahren. Toll. Was hat das da gebracht? Naja, gut. Müssen wir jetzt nochmal kämpfen, glaube ich, ne? Oder? Kommt hier was? Ja, da sind die. Da sind die Penner nämlich. So, Leute. Ach du Scheiße. Boah, die haben einiges hier. Die haben echt einiges. Jetzt müssen wir die ganzen Sachen nochmal befreien hier, ne? Oh, ich habe hier Krankenhäuser. Ja, ja, das ist schon okay so. Oh, sehr gut. Oh, das Krankenhaus ist kaputt. Shit. Egal. Weißt du was? Ich baue jetzt hier... Das Dinger, Granatwerfer. Ich werde jetzt hier auch wieder jede Menge Panzer verbauen. Weil ich die brauchen werde. Und Maschinengewehre. Ja, definitiv, Leute. 11-12, 11-12, zack. Ganz genau, Leute. Und dann können wir gleich wirklich, hoffe ich mal, zum letzten Schlag übergehen. Da frisst diese Mission wirklich noch eine Folge. Pff, ja, weil hier halt nichts ist, ne? Kann ich Ihnen helfen? Fertig. Du kannst nicht helfen. Oh, schaut mal da, da habe ich auch noch was. Maschinengewehre. Sehr gut, Leute. Maschinengewehre, die sind mega geil gegen Mannequin. Genau, und hier kam sie ja mit Mannequin. So. Einfach weiter rausrollen. So. Und du auch bitte nach vorne. So. Einfach weiterbauen. So, oh, verdammt. So, liebe Leute. Die Bananenboote, stimmt, die gab es ja auch noch. Könnten wir bitte die Leute abladen? Lad die ab. So, Maschinengewehre, ey, sind richtig geil. Aber das... was? Was zur Hölle? Was schießt da? Was schießt da? Wir werden angegriffen. Was? Ah, die Artillerie. Der hat Artillerie, oh mein Gott. Die Frage ist aber... Aha. Ah. Ah, Leute, ganz genau. Hier, Artillerie. Mach die weg. Los. Nicht auf dem Panzer. Mach die Mannequin weg. Artillerie ist hier noch irgendwo, ne? Irgendwo ist hier Artillerie. Da, Artillerie. Wegmachen. Wegmachen. So. Mein Vorstoßtrupp hier. Oh. Wie jetzt? Das war's? Triumph unseres Sieges kommt die schlimmste. Geil. Von Richthofen wurde über mir abgeschossen. Er ist tot. Oh. Eine Kugel mitten ins Herz. Jaster 11 schützt wieder unsere Linie. Oh. Ein neuer Mann befehligt bereits Richthofens Geschwader. Möge er so groß sein wie sein Vorgänger. Mein Name ist Hermann Göring. Ich übernehme ab sofort das Kommando. Göring? Euer Ernst, Leute? Okay. Oh, wir haben's. Oh, wir haben's. Wie geil. Wir haben's endlich. Und hier stand die Scheiße. Schaut euch das an. Geil. Und warum ist hier Explosion? Naja, egal. Ey, geil, Leute. Wir haben's endlich. Wir mussten einfach nur hier reinlaufen. Wie krass. Oh, schaut mal, da ist eine Kugel. Da ist eine Kugel. Oh, wie geil, Leute. Wir haben diese Drecksmission endlich. Wunderbar. Dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Unter Deutsche. Viertel nach 12, ey, ich muss morgen arbeiten. Aber zum Glück erst um 8:30, deshalb, ja. Und vor allem zu Hause. Das ist ganz gut. So, Leute. Dann springsten wir mal in die 5. Mission rein. Oh, Blitzkrieg. Oh, oh mein Gott, das ist Zweiter Weltkrieg, ne? Mit dem Deutschen. Tatsächlich.
Deutsche Militärplaner haben viel vom spanischen Bürgerkrieg gelernt. Sie stellten fest, dass man einen Feind erobert, indem man ganz schnell enormen Druck ausübt. Man spricht vom Blitzkrieg und die deutschen Truppen sollen diese Lektion jetzt anwenden. Mit Polen als erstem Ziel. Großbritannien und Frankreich haben bekundet, zu kämpfen, aber ihre Truppen sind unerfahren. Die Engländer haben ihren schwachen Premierminister Chamberlain abgesetzt. Sein Nachfolger Churchill ist vielleicht aus anderem Holz. Die Franzosen vertrauen auf ihre Befestigungen. Aber sie werden ihre Sorglosigkeit schon bald bereuen. Die Luftwaffe ist bereit. Die Panzer sind bereit. Die Wehrmacht ist bereit. Wo Deutschland 1914 scheiterte, wird es 1939 siegen. Ach du Scheiße, Leute. Zweiter Weltkrieg. Oh Mann. Das ist wirklich jetzt original, ne? 1939? Angriff auf Polen. Ganz genau, Leute. So, Missionsziele. Diesen Übel. Genau. Wir müssen gegen Norwegen, Polen und Frankreich. Oh mein Gott. Ja, die Deutschen halt, ne? Die haben es halt damals, ja, verschissen. gut. Leute, allerdings werde ich nur in diese Mission reinspinksen, weil die letzte Mission ja ein bisschen länger war, mit 35 Minuten. Und ich habe jetzt noch 4 Minuten übrig. Das heißt, ich werde die Anfangskatze noch zeigen und ja. So, Missionsziele. Sobald Sie bereit sind, gegen jedes Land zu kämpfen, erklären Sie mit dem Bildschirm Allianzen und Tribute Polen, Norwegen, Dänemark sowie Frankreich und den Benelux-Ländern den Krieg. Ach du Scheiße. Okay. Für den Sieg müssen Sie das Kapitol jeder dieser Gruppen zerstören und durch ein eigenes Stadtzentrum oder Kapitol ersetzen. Sie können zwar mit einfachen Stadtzentren gewinnen, aber ein Kapitol bringt die größeren Belohnungen. Okay, cool. Der Reichstag darf nicht zerstört werden. Also nicht so wie gestern. Sonst muss Deutschland kapitulieren. Okay. Europa muss schnellstens erobert werden. Wird der Sieg nicht vor Herbst 1940 erreicht, macht eine amerikanisch-russische Allianz weitere Expansionen unmöglich und besiegelt Deutschlands Niederlage. Bis dahin verhindert der deutsch-russische Nicht-Angriffspakt von 1939 Feindseligkeiten zwischen beiden Nationen. Oh Gott, das geht also auf Zeit, ja. Shit. Der Reichstag informiert Sie über das Verrinnen der Zeit. Seien Sie gewarnt. Großbritannien erklärt Deutschland den Krieg, wenn sie andere Länder angreifen. Oh Mann, was ist das denn? Boah. Alleine gegen 4 Gegner? Ach du Scheiße. Ja, das ist schon... Das wird übel. Diplomatische Quellen bestätigten heute die Ratifizierung eines Nicht-Angriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Einzelheiten über den Vertrag wurden nicht bekannt, aber die Regierung von Polen soll Großbritannien und Frankreich aufgefordert haben, der deutschen Expansion in Europa auch weiterhin entgegenzutreten. Das deutsche Innenministerium gab Zahlen bekannt, die einen dramatischen Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine Aufstockung des Verteidigungsetats belegen. Oh Mann. Okay. Ja, so kann man Arbeitslosigkeit auch bekämpfen, Leute. Also wirklich, das ist... Wow, was ist jetzt... was ist mit dem Zoom? Oh Gott. Speichere das mal bitte. Und, lade das mal. So, Spiel laden. So, Leute. Ja, da würde ich sagen, Leute. Wir haben mal kurz in die Mission hier reingespinst. Ich würde sagen, wir verteilen hier noch kurz die Punkte. Die Bürger, die können mal ein bisschen aufgepimpt werden hier. So. Dann würde ich mal sagen, die können dahin. Und, oh, wer ist das? Deutscher Offizier. Ah, okay. Ja, okay. Oh, was haben wir denn hier alles, Leute? Schaut mal, wir haben Flughafen schon. Kaserne. Ach, wir haben eigentlich alles. Na, obwohl, wir brauchen noch eine Belagerungswaffenwerkstatt. Ganz genau. Oh, schaut mal hier. ME-110 Bomber. FW-190 Jäger. Heinkelbomber. Und der ME-262 Jägerbomber. Oh mein Gott. Die
Waffen werden schon echt besser, Leute. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und, ja, da kommen jetzt noch die zwei Bürger. Na ja, kommt, dann spiele ich jetzt nochmal. Baue noch eine Mühle. Wenn die steht, Leute, würde ich sagen, deutscher Offizier hier, zack. So, du kannst bitte helfen. Direkt helfen. Nur es gibt hier keine Ressourcen. Das ist doof, Leute. Oh, Frankreich, Leute. Da ist Polen. Hier oben ist Norwegen, ne? Ja, Eis. Ist klar. Was? Dänemark und Norwegen, Jäger. Polen, Jäger. Oh mein Gott. Leute, ich habe ein bisschen Respekt. Gut, Leute, allerdings haben wir jetzt erstmal den Anfang gemacht. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, das möchte ich beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.